Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Baseline Photography. In dieser Folge bin ich zusammen mit Lost Experience und Tacos World in einer verlassenen VIB Stahlfabrik unterwegs. Wir haben eine Menge Abenteuer erlebt, viel Spaß gehabt und viele Eindrücke gesammelt. Und ich würde einfach mal sagen, wenn ihr mehr sehen wollt, bleibt auf meinem Kanal. Moin moin Leute, alles cremig bei euch da draußen oder was? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Baseline Photography. Heute mal am Start mit Tacos World und Lost Experience an meiner Seite. Wir erkunden jetzt eine alte Fabrik. Wir sind im Osten und ich würde einfach mal sagen, bleibt dran und schaut euch das Video bis zum Ende an. Also viel Spaß. Wir sind jetzt in der großen Halle der Fabrikhalle und wie man hier sehen kann, haben sich hier die Jugendliche erstmal eine ordentliche Pipe gebaut, also eine Ramp, eine kleine Skateanlage am Start. Finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Übrigens heute bestes Urbex-Wetter. Wir hatten in den letzten zwei Wochen wirklich permanenten Regen gehabt und das war echt schon unangenehm, aber heute, wir haben heute Samstag, ist mal wirklich schönstes Wetter zum Urbexen hier. Ja, die Fabrik selber ist total runtergerockt, also wir sind hier auch in einer etwas größeren Stadt. Hier steht auch kein Stein mehr vernünftig auf dem anderen und entsprechend sieht das hier auch aus. Aber so ein paar kleine Highlights, wer die Videos von Fritz Meinecke verfolgt, wird diesen Platz hier definitiv wiedererkennen, denn er war hier zusammen mit dem PJ und mit dem Felix, dem Adventure Buddy. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo wir sind, ganz klar, Take Nothing But Pictures, Leave Nothing But Footprints, aber das hat hier auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Liebe Zuschauer, wenn ihr diesen Platz wiedererkennen solltet, ihr wisst, schreibt es nicht in die Kommentare rein, gibt keine Ortsangaben preis, auch wenn das Ding hier total abgerockt ist, aber wir halten uns trotzdem an den Kodex. Leute, guckt mal nach oben, guckt mal nach oben. Ein etwas eigentümliches Kunstwerk, aber ich finde es geil, ich feiere es irgendwie. Also wir sind hier scheinbar in einer Stadt, wo ziemlich viele Hobbykünstler unterwegs sind. Das finde ich schon sehr entspannt hier, muss ich wirklich sagen. So, Dr. Google meinte, dass das hier mal ein volkseigener Betrieb war, kurzum VEB. Hatte mit Stahl und Eisen wohl zu tun gehabt hier. Ja, hier haben wir noch eine weitere Halle, total leer hier, alles kaputt. Aber egal, wollen wir mal nicht meckern hier, ne? Und ja, das Gelände ist auf jeden Fall schon enorm riesig. Also es ist nicht gerade klein hier. Man muss auch ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Da vorne sieht man schon einen, so ein schöner kleiner Graben. Ein falscher Schritt und man hat ein ganz großes Problem definitiv.
Und das möchten wir jetzt nicht. Also wir wollen schon noch heil aus der Sache rauskommen. Liebe Zuschauer, ihr wisst gar nicht, wie ulkig das aussieht, wenn so drei junge Männer durch ein Gebüsch stapfen, alle so mit der Kamera vors Gesicht und irgendwie in die Kamera sabbeln. Wenn das jemand sehen würde, die Leute würden sich auch denken, so, was machen die denn da? Sind die nicht einfach bescheuert? Guck mal. Ja, Leute, checkt auf jeden Fall auch mal den YouTube-Kanal von Björn aus, von Baseline-Fotografie. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Genauso wie den Kanal von Sven, Lost Experience. Gute Männer. Gute Männer, ja, das kann ich so bestätigen, würde ich mal so sagen. Gute Männer. Heizungsanlage, also steht aber auch das Wasser drin, ne? Keller. Ja. Nämlich Versorgungsleitungen. Ich halte euch mal rein mit der Kamera. Aber das ist ja so ein komisches Rohr. Was ist das? Ich würde mal, ich tippe mal auf Abwasser, ne? Abwasser? Ja. Da geht's nicht weiter in die Richtung, aber da drüben ist halt gleich fällt sie runter. Ja, das wäre schlimm, wenn die GoPro weg ist. Das wäre super. Da steht auf jeden Fall gut das Wasser drin. Liebe Zuschauer da draußen, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf verschiedene Art und Weise gerne machen. Und zwar natürlich selbstverständlich ein Abo dalassen, wenn euch da meine Videos gefallen. Daumen nach oben geben, Kommentar. In die Kommentarfunktion gerne mal ein Feedback da lassen. Teilt meine Videos mit euren Freunden, euren Liebsten, euren Verwandten und unterstützt mich bei meinen weiteren Projekten in 2022. Ich habe noch ein bisschen was auf die To-Do-Liste gesetzt. Ich habe mir ein bisschen was vorgenommen, was ich gerne umsetzen möchte und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken. Aktiviert die Glocke, um gar kein Video mehr zu verpassen. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns bei weiteren Abenteuern wieder. Ich bin ein bisschen geflasht, deshalb habe ich so ein bisschen Mundgulasch manchmal, aber verzeiht es mir. Ich habe euch trotzdem lieb. Wir haben gedacht, wir haben schon die größten Sachen gesehen, aber es hört hier einfach nicht auf. Und da hinten sieht man schon an der Wand schon das nächste super geile Graffiti. Also, das ist echt bestialisch, was die hier alles an die Wand gemalt haben. Aber nicht negativ bestialisch, sondern einfach nur bestialisch geil. Also ich feiere das extrem, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich Props gehen raus an die Künstler. Ob das jemals jemand sehen wird von dem, weiß ich nicht, aber ey, das ist einfach nur krank. Hier haben wir schon das nächste kleine Highlight. Ich finde, solche Hallen, die haben immer so einen gewissen Charme. Aus dem fotografischen Gesicht gesehen ist das ultra geil hier. Da vorne rechts schon wieder das nächste Graffiti, was einfach mal extrem geil aussieht. Also es hört hier einfach nicht auf. Das ist echt Wahnsinn. Thank you.
Warte, wenn mich dieser Place in einer Sache auf jeden Fall beeindruckt, sind die Graffitis hier. Also die Dinger sind wirklich einmalig. Hier hat sich definitiv jemand ausgetobt, der auch Ahnung von seiner Sache hat, ne? Also der versteht sein Werk. Dann kommen wir in den Raum, der ist auf jeden Fall für Jungs ganz klasse, die gerne mal mit Knöpfchen spielen. Ach, ich hoffe, man erkennt's. Boah, ist das versifft. Oh, kannst mal reinleuchten hier. Schönes kleines Technikpult. Hier hast du auf jeden Fall allerhand Schaltmaterial. Alter, krass. Hallo. Ja, sieht geil aus. Bestellung Pizza. Ja, das finde ich nice. Was, ne? Hier sitzt du denn als Kontrolleur, Ingenieur, damals noch zu DDR-Zeiten. Hast hier einen russischen Aufseher gehabt? Da hast du den Russen noch, den dann ist New York kaputt. Dann ist New York kaputt. Tokio. Ich dachte, das ist so eine Waage hier, oder? Nee, Quatsch. Weiß ich nicht. Ich will das jetzt gar nicht mal so anfassen. Ich habe keine Handschuhe mit. Nee, das ist ein Schaltschrank oder sowas. Ich weiß gar nicht, was hier liegt, ey. Was ist denn das hier für eine Suppe? Nein, ich habe die nicht mit. Aber irgendwas ist da drin. Irgendwas Bräunliches. Ganz schön zu sehen, noch so ein ganzer Haufen Überreste von Stahlbeton, da sieht man noch die Stahlstreben. Und das sind unglaublich massive Wände hier gewesen. Ich gehe mir davon aus, dass das hier wohl so eine Art Bunker, Schutzbunker war für die Angestellten hier oder vielleicht sogar ein Flakgeschützturm, dass die Fabrik hier wohl so überlebenswichtig war für die Kriegsmaschinerie. Also das ist zumindest meine Vermutung, ich kann mich auch irren. Aber die Wände sind einfach mal so dick und so massiv. Und das sieht mir auch dann aus, auch als ob wir das kontrolliert gesprengt hätten oder sowas. Also kann das vielleicht angehen, dass das mal ein Bunker gewesen ist. Oder irgendwie eine Flakstation. So, wir kommen in die nächste Halle rein. Und man glaubt es kaum. Wieder mal extrem detailreiche Graffitis. Also das sieht schon richtig nice aus hier. Das hat echt was. Guckt euch das hier vorne mal an, das ist schon geil. Das hat wirklich was. Also, das könnte ich mir schon stundenlang angucken. Die Leute, die das gemacht haben, ey, die haben echt Ahnung. Definitiv. Aber hier vorne noch so ein fetter Wasserkanister. Huch. Aber auch hier muss man aufpassen, wo man hintritt. Ey, das ist wirklich ein bisschen unangenehm. Huch. Naja, gehen wir mal die Treppe hoch und gucken wir mal, was da oben so auf eins wartet. Jetzt sind wir wieder in der Halle weiter und man glaubt es kaum, wieder einmal richtig geile Graffitis hier, so ein bisschen Native Americans, beziehungsweise ein bisschen das Alternative. Geil. Also das ist wirklich genial. Also ein Graffiti, reacht hier das nächste, aber was für... Oh! Okay, also hier definitiv eine wirkliche Gerätschaft. Geil. Also die Halle ist ja richtig nice hier. Gefällt mir richtig hier, also ich weiß nicht, das muss irgendwie sowas wie ein Kessel gewesen sein hier vorne. Da das hier irgendwie eine Stahlverarbeitungsgeschichte war, denke ich mal, dass hier irgendwo der Stahl erhitzt und dann gegossen wurde. Also wenn ihr genau wisst, um was es sich hier handelt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das hier mit der Stahlverarbeitung zusammenhängt, dass da vielleicht das flüssige Eisen irgendwie gegossen wurde oder abgefüllt wurde. Naja, da unten haben wir auch so eine kleine Öffnung dran, so ein Schlot. Und dann bin ich tatsächlich mal einen Stockwerk höher. Da sehen wir die Maschine, die ich gerade eben angesprochen habe, von oben. Beziehungsweise den Kessel. Das Ding ist ja so verwinkelt und verzweigt und hier hast du überall Gänge, Räume. Also das nimmt hier gar kein Ende. Da ist noch eine Treppe. Da vorne stehen die anderen beiden Jungs. Hier vorne die wunderschöne Aussicht übrigens. Richtig geil hier. Ach, mal gucken aus dem Fenster hier. Mein Gott, ist das riesig.
Also hier erkennt man definitiv, warum Deutschland einst mal die Wirtschaftsmacht Nummer 1 war. Also diese Räumlichkeiten lassen auf jeden Fall keinen Zweifel mehr offen. Also das ist schon echt gewaltig. So, liebe Ladies und Boys, liebe Greise, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Wir hatten auf jeden Fall jetzt schon eine entspannte Location hinter uns. Ich würde sagen, ich verlinke den Herrn von und zu Tacos World auf der Beschreibung und natürlich den Lost Experience ebenfalls. Wenn ihr wissen wollt, mit was ich heute unterwegs bin, von Kopf bis Fuß, was ich immer in meinem Rucksack bei habe, mit was für eine Technik ich filme und fotografiere, dann schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr die blau markierten Links, die führen euch weiter zur Amazon. Und wenn ihr dort ein Produkt erwerbt, dann unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Vergesst das Abo nicht, vergesst ein Like nach oben nicht, vergesst ein Feedback nicht und vor allen Dingen die Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video auf meinem Kanal. Haut rein, euer Baseline und schöne Grüße an die anderen zwei da hinten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.